Also, Folgendes ist gerade passiert. Wir haben gerade vom Captain ein Announcement bekommen, dass alle Häfen in Spanien geschlossen sind. Und wir jetzt also planmäßig wäre gewesen, dass wir morgen in Valencia sind und übermorgen schon nach Barcelona fahren und von Barcelona dann nach Palma. Ja, das findet jetzt nicht statt. Wir haben morgen einen Seetag und danach sind wir wieder in Palma. Ohne Valencia und ohne Barcelona. Und das alles nur wegen Corona. Finde ich krass. Also heute ist übrigens 21.29 Uhr am 12. März 2020. So, jetzt ist natürlich die Frage, bleiben wir im Schiff? Dürfen wir heim? Also am 21. März hätte ich ja eigentlich, wäre mein Vertrag zu Ende und ich sollte eigentlich heimgehen können. Theoretisch. Jetzt heißt es eigentlich nur abwarten und auf Informationen hoffen. Morgen zu Mittag soll es dann neue Informationen geben. Seid gespannt. Ich bin's auch. Das ist der nächste Tag. Der 13., glaube ich. Freitag, der 13. Folgendes, wir haben nicht viel mehr erfahren. Es gab noch kein Announcement, es gab noch nichts. Es ist jetzt knapp 2. Also in 10 Minuten ist es 2. Und bis jetzt... Die einzige Information, die wir mehr haben, ist, dass wir die Ports ab heute, also alle Häfen sind geschlossen, also von heute am Abend ab 24 Uhr sind alle Häfen geschlossen. Wir dürfen tatsächlich noch bis am 15. anlegen. Ich bin überlegen, meine Koffer zu packen tatsächlich. Also einfach nur sicherheitshalber, dass die halt mal gepackt sind. Für den Falle, dass wir einfach schnell irgendwie weg müssen. Ich habe jetzt mal meinen Eltern Bescheid gesagt, gestern am Abend, es gibt halt so eine Crewbar, ja, und verständlicherweise ist in dieser Crewbar ganz schön viel los gewesen. Es hatte was von Frustsaufen, beziehungsweise, wie soll ich sagen, es war einfach, du hast gemerkt, es sind ziemlich viele frustriert. Was verständlich war, ich war ja auch da, um zu saufen, weil ich frustriert war. Also man hat's, man merkt's und es ist auch irgendwie in jedem Gespräch geht's dann irgendwie komischerweise dann darum, also komischerweise, es geht halt einfach in jedem Gespräch dann irgendwie nur noch darum und ja, krass, was so ein kleiner Virus auslösen kann. Heute ist Freitag der 13. Wir haben heute um kurz vor 6 eine Durchsage bekommen, dass wir morgen noch einen Seetag haben, weil wir nicht in Palma anlegen dürfen bis dahin. Wir dürfen erst wieder anlegen am 15. Heute ist der 13. Das heißt, morgen werden wir noch einen ganz normalen Seetag haben mit ganz normalem Entertainment, ganz normal arbeiten und am 15. werden wir um 4.30 Uhr in der Früh ungefähr anlegen. Ab da dürfen Gäste von Bord gehen, aber auf keinen Fall wieder an Bord kommen. Und dann habe ich auch noch von meiner Schwester und von meiner Mom und von meinem Opa erfahren, dass jegliche Verbindung zwischen Spanien und Österreich gekappt wird ab dem 16. Ab Montag, dem 16. Jetzt ist natürlich, also... Krass, dass man den Leuten doch noch so viel Zeit gibt, um einzureisen. Das freut mich sehr. Jedoch, mein Vertrag würde noch gehen bis zum 21. Jetzt habe ich natürlich nachgefragt, ob es vielleicht möglich wäre, schon am 15. gehen zu können, um einfach daheim zu sein, um bei meiner Familie zu sein, um in meinem Heimatland zu sein, wo ich mich um alles kümmern kann, wo man sich drum kümmern muss, wenn man nicht arbeiten gehen kann, AMS und so weiter und so fort. Weiß man noch nicht. Können Sie mir nicht sagen. Heißt, ich muss warten. Und jetzt ist es 23.09 Uhr. Das Ganze habe ich so gegen 6 erfahren. Seitdem mache ich mir Gedanken und weiß halt auch nicht wirklich, was zu tun ist, weil ich kann nichts tun. Ich bin machtlos. Das Einzige, was ich sagen kann, ist,
zu meiner Managerin, hey, lass mal das Außenministerium anrufen, lass mal die Botschaften anrufen, dass ich da an Bord bin, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin, weil bei uns an Bord ist keiner krank. Und dann wird mal weitergeschaut. Ich hoffe, wir kriegen morgen irgendwie mehr Informationen. Das ist der momentane Ist-Stand. Hoffen wir das Beste. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin gerade erst aufgewacht. Ich darf anscheinend morgen heimfliegen. Heute ist der 14. Um 11:30 Uhr. Ich habe gerade von meiner Entertainment-Managerin aufbekommen, dass ich auf einer Liste bin, dass ich eventuell, sofern sich nichts anderes ändert, solange die Flughäfen offen bleiben, darf ich tatsächlich anscheinend heimfahren. Das heißt, es dann packen. Vielleicht, wenn ich cool bin, mache ich noch einen Zeitraffer, wie ich packe. Mal schauen. Wenn ja, dann kommt er jetzt. Stunden jetzt noch an Bord genießen. Mal schauen. Koffer sind gepackt. Zumindest werde ich es im Video so aussehen lassen. ja, so sieht's aus. Alles crazy als erwartet. Wir sind gerade alle am Ausrasten. Es ist auch ein bisschen zeitlich sehr begrenzt, wenn man das so sagen darf. Ich habe jetzt die Koffer fertig gepackt, habe die schon zur Package-Abgabe gegeben. Ich brauche jetzt nur noch meinen kleinen Koffer packen, den Mist wegräumen und alles, was ich weiter donation will. Also übergebliebene Müllbeutel. Mistsackerl! Die muss ich dann noch in den Coffeeshop bringen und ja. Und falls ich das noch gar nicht erzählt habe, ich habe heute am 14. habe ich die Flight-Tickets gekriegt für am 15. Und zwar fliege ich über Zürich. Ich weiß, Affected Area, mal schauen, wie das alles wird. Und von Zürich nach Wien. Ich sollte morgen am 15. um 20.15 Uhr in Wien landen, wenn alles so ist, wie es ist. Wenn alles so stattfindet, wie es stattfinden soll. Ich hoffe wirklich, dass das Video einfach, das nächste Video, das ihr seht, ist einfach auf dem Wiener Flughafen, alles paletti, vielleicht sogar in Zürich so kurz. Vielleicht habe ich es ja auch in Palma mal kurz draußen, mache ein paar Aufnahmen. Dass das einfach bald vorbei ist. Und dass ich einfach, dass das alles glatt über die Bühne rennt und ich nicht irgendwie das nächste ist. Ah. Schade, Schokolade. Ich bin jetzt in Zürich und darf da nicht weg. Also ich bin hier gerade am Flughafen und es ist, also erstmal bin ich froh, überhaupt am Flughafen zu sein. Ich bin durch die Sicherheitskontrolle. Es ist anscheinend so, dass mein Flug nicht gecancelt wird. So wie es ausschaut, kann ich auch von Zürich einfach weiterfliegen, das ist alles kein Problem. Aber es ist so weird. Ich meine, also hier hinter mir sollte eigentlich, da sollten Tische stehen und alles, und es steht aber hier irgendwie nichts. Leute sitzen auf dem Boden rum und ich meine, ich sitze auch am Boden rum, weil keiner will irgendwie so nah zum anderen sein. Es ist
Es ist ein bisschen weird. Ein bisschen befremdlich. Anscheinend komme ich nach Hause. Ist das nicht schön? Oh. Ich weiß gar nicht, ob es schön ist, weil es war jetzt, also prinzipiell ja, aber es war halt schon schwer, den Leuten Tschüss zu sagen. Also so sehr ich die Zeit am Stück noch gehasst habe, so die Menschen, die vermisse ich schon. Die sind schon besonders. Meine Mom hat auch noch die Sorge geäußert, dass es eventuell sein könnte, dass die da stehen, mir zu testen und dass die mich testen werden. Und bis jetzt ist das noch gar nicht der Fall. Es rennt niemand rum und macht irgendwie Panik. Also das ist sehr angenehm. Ziemlich sicher wird es in Wien sein. Also in Wien, wenn die mich in Wien nicht testen, bin ich fast schon ein bisschen enttäuscht. Weil dann frage ich mich, warum der ganze Aufwand und warum der ganze Tohuwabohu und Stress, wenn dann eh nichts dahinter ist, wenn sich eh keiner tatsächlich sorgt. So. Aber wenn man so den Nachrichten nachgeht und alles, was so in Deutschland passiert, dass die da extra so Drive-Thrus und so aufgebaut haben, damit man sicherstellen kann, ob wer mit Corona infiziert ist oder nicht, dann hoffe ich, dass das am Flughafen wenigstens gecheckt wird und ich da vielleicht auch ein paar Informationen kriege. Boah, und bis dahin. Genießt die Aufnahme, die ich gleich machen werde. Vielleicht mache ich ein paar coole Aufnahmen. Ich bin jetzt in Zürich und was ich sehr interessant finde, ist, dass hier eigentlich alles offen hat. Also hier ist kein Geschäft wirklich zu. Weil ich ja dachte, dass das so eine Affected Area ist, aber anscheinend ist es nicht. Ja. Mein Flug dürfte auch noch nicht gecancelt sein, das heißt, ich dürfte auf jeden Fall nach Hause kommen. Und auch hier wieder, so wie meine Mom befürchtet hat, ich habe ihr auch jetzt nochmal geschrieben, wie ich in Palma war, dass es keine Gesundheitsmaßnahmen gibt, also mich fragt keiner nach einem Abstrich oder sonst irgendwas. Ja, passiert hier anscheinend auch noch nicht. Interessant, aber sie sollen mich nicht weiter stören, vielleicht passiert es ja in Wien. Mal schauen. Also ich bin jetzt in Wien gelandet, bis jetzt alles kein Problem, auch keiner, der irgendwie testen will, ob ich krank bin oder nicht, also alles okay. Warte jetzt noch auf meine Koffer, die in 10 bis 15 Minuten da sein sollten und dann
war es alles halb so schlimm. Zack, bumm, und da sind wir schon. Im Auto mit der Mama. Hallo. Alles gut ausgegangen. Alles gut. Nicht einmal irgendwelche Tests. Also doch humaner, als ich gedacht habe. Gar nicht so krass. Die Sicherheitsbestimmungen. Jetzt werden wir halt ein paar Tage daheim bleiben. Hoffen, dass wir keine Symptome kriegen. Und das war meine Corona-Story.